Es ist schwer, weil es ist kein Bohème, es ist kein Traviata, die alle die Leute kennen. Es gibt auch keinen Klavierauszug zu kaufen. Es gibt keinen Klavierauszug. Ich habe es selber Ja, gemacht. du hast, das war deine erste Arbeit wahrscheinlich, den Ja, das Klavierauszug. war meine erste Arbeit. Und dadurch habe ich alle die Musik kennengelernt, den Inhalt, weil Jomelli ist eine Sprache, eine musikalische Sprache, die wir nicht kennen in unserer Zeit. Und wir müssen eine neue Sprache lernen und das zum Publikum bringen. Dann gehe ich, danach ich das alleine gelernt habe, arbeite ich mit den Sängern. Alle diese Sachen, um Stil zu erklären, weil Das es. heißt, auch die Sachen, die nicht in den Noten stehen, müsst ihr gemeinsam erarbeiten. Machen wir eine Genau. Verzierung Eine und solche Verzierung. Dinge. Bei Jomelli gibt es immer Acciaccatura oder Appoggiatura. Den Unterschied zum Beispiel, wir haben die Arie, die. Es ist so geschrieben, die Noten sind. Aber es gibt Acciaccatura da geschrieben. Aber mit Jomelli, man weiß niemals, ob es eine Acciaccatura oder eine Poggiatura ist. Und Was ist der Unterschied? der Unterschied ist das. Mit Acciaccatura würde es so sein. Ein kleiner Vorschlag. Ein kleiner Vorschlag. Appoggiatura wäre so. Und vom Gefühl ist es ganz anders. Ja. Wir müssen immer entscheiden, welche Acciaccatura oder Poggiatura wir benutzen sollen. Wir müssen die Wörter analysieren und sehen, was fühlt sie im Moment, was ist wirklich die Inhalt dieser Arie. Dann sollen wir eine Acciaccatura oder Appoggiatura machen. Bei anderen Komponisten ist es manchmal sehr deutlich und klar. Aber bei Jomelli ist eine neue Sprache. Wir müssen das finden, diesen Ausdruck. Was ist jetzt deine Arbeit während der szenischen Proben? Bei der szenischen Probe, ich helfe zum Beispiel der Dirigent, wenn er etwas zu sagen hat, muss ich manchmal übersetzen von Italienisch, Deutsch. Ich spiele für die Proben, weil das Orchester nicht dabei ist. Ich arbeite mit den Sängern. Wenn sie auf der Bühne sind, müssen sie sich so viele Sachen erinnern. Es ist schwer, die musikalischen Sachen immer im Kopf zu haben. Dann bin ich immer dabei, das zu entwickeln, zu sagen, ja, wir haben das geübt, du musst das noch. Oder Diese wir. ändern sich manchmal Sachen durch die Szene auch. Vielmal, vielmal. Ein Sänger muss zur Proben gehen, muss mit drei oder vier verschiedenen Ideen zu den Proben gehen. Sie können nicht eine Rolle lernen und sagen, die Rolle ist so, es geht so, es gibt keine andere Lösung. Sie müssen immer drei oder vier Lösungen haben. Die müssen das zum Dirigent, zum Regisseur anbieten. Und manchmal sagen sie, nein, das geht nicht für mich, wir möchten was anderes tun. Sie sollen immer eine Flexibilität haben. Und das machen wir bei den Proben, bei den Chorrepetitionen, die wir früher machen und auch in den szenischen Proben. Sergio oder Jossi sagt, ich möchte das haben. Okay, wie können wir eine musikalische Lösung finden, die wirklich zusammenpasst? Das mache ich auch. Und was machst du während der Aufführung? Wenn der auch rum. Oh, ich spiele die Rezitative. Das auch noch. Das auch noch. Und beten, damit sie alle die Wörter sich erinnern. Das auch.